Na, egal. Kein Wunder, dass es bei ihm im Keller laggt. Und kein Sepp. Boah, Alter. Kein Wunder, dass der Server laggt. So, hallo und willkommen zurück zum Serverprojekt. Wieder mit dem Jan. Natürlich, wie immer. Naja, immer kann man jetzt nicht sagen, ja, aber wie des Öfteren. Genau. Außerdem sind wir die einzigen beiden, die eigentlich irgendwo noch aktiv sind, richtig, wie uns aufgefallen ist. Genau. Euch wird aufgefallen sein, dass ich ein Portable Hole jetzt mein Portable Hole wieder in der Hand habe. Ich habe es nämlich gesucht, weil ich es vermisst habe und dann habe ich es hier in der Kiste gefunden, rausgenommen und das war auch eigentlich, was ich gemacht habe offscreen. Und dann wollte ich jetzt, was wollte ich anfangen? Erinnerst du dich noch? Ach ja, genau, ein Chargepad bauen. Ah ja, genau. Jetzt hat, dann muss ich wohl mal wieder nach oben. Wir müssen nämlich ein MFSU erstmal bauen. Und dafür brauchen wir 1, 2, 3, 4 Dias und eine gute Menge Redstone. Die wird zum Glück. Musst du das da reinsetzen oder wie? Was? Eine MFSU, musst du die da ransetzen oder? Ja, also die, nein, die ist im Crafting, die brauchst du zum Craften. Ja. 3, 4, also für das MFSU brauchen wir erstmal ein MFE. Gott sei Dank. Oder auch nicht. Bei mir wollen alle immer rein. Immer während ich aufnehme, das ist so typisch. Das ist so nervig. So, dann habe ich mein Grundgerüst erstmal fertig. So. Und jetzt muss da überall nur noch Marble rein. Und dann gehen wir schön Marble farmen oder stell dir eine Quarry auf. Was suche ich jetzt genau? Gold, Kabel, 1, 2, 3, 4. Erstmal alles hier wegsortieren. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das MFE. Fürs MFSU brauchen wir jetzt Lapatron Crystals, das heißt wir brauchen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dias, noch ein bisschen mehr Redstone als wir gerade dabei hatten. Ach ja, das ist ja immer so ein Spaß. So, wunderbar. Redstone hat sogar gereicht. Und dann müssen wir da jetzt, dafür nehme ich auch jetzt die Electronic Circuits, ist mir jetzt Wayne, dass ich die eigentlich noch brauchen würde. Beziehungsweise, was heißt brauchen? So, erstmal ein bisschen Zeug wegwerfen. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Und das brauche ich erst recht nicht. So, und dann brauchen wir noch 1, 2, 3 Advanced Circuits. Ach du Schande. Packen wir erstmal das Zeug hier rein. Ich habe noch 3 Carbonplatten, das wird aber nicht ganz reichen. Du bist so schweigsam. Naja. Willst mich nicht unterbrechen? Ich lasse dich wie in der letzten Folge alleine reden. Okay. Muss ich an den Kompressor das ganze natürlich nicht. Zeug da reinpacken? Also, sprichst immer so schön mit dir selber. Ja, ich weiß. So macht man das halt. Ich zumindest. Genau, mache ich auch, wenn ich allein aufnehme. Brauche jetzt Copper und Tin wieder. Sag mir nicht, dass ich das wieder schmelzen muss. Copper habe ich noch, Tin wahrscheinlich eher weniger. Das war die Tin-Kiste, aber da ist kein Tin drin, verdammter Mist. Wir sind Gravel. Ach, Gravel.
Oh, viel zu schnell. 1, 2, 3. So, 10, 10. Und schmelzen. So. Jetzt brauche ich nur noch Refined Iron wieder, ne? 6 Stück oder so, oder mehr. Machen wir einfach mal ein bisschen was. Und rennen damit. 6. So. Ne, halt. Überleg gerade, ich werde jetzt am Anfang, also kein Tor mehr haben, irgendwie einen Gate oder sowas dazwischen, dass keine Zombies mehr bei mir reinlaufen können. Ah, hast du auch nicht. Hatte ich noch nie. Aber ich fand das jetzt immer nervig, weil die mich immer angegriffen haben. Ich hatte jetzt ein 4 breites Tor sozusagen. So, haben wir. Dann brauche ich ja den, ach ja, ach du Kacke. Nee, warte mal, bin ich schwachsinnig. Egal. Ja. Ich baue gerade übelst den Bullshit, aber das macht auch nichts. Weil man das Zeug, was ich gerade mache, sowieso immer wieder braucht. Was machst du denn? Ich habe gerade gedacht, dass ich dieses Carbonplatten und Advanced Alloy auch für die Advanced Circuits brauche. Tue ich aber ja gar nicht. Brauche ich ja nur für den einen Advanced Machine Block, für den ich übrigens wieder mehr Refined Iron brauche. 5 hätten genügt. Und mein Inventar ist wieder mal zu voll. Und dafür wollte ich ja eigentlich das Lager haben, damit mein Inventar nicht mehr so voll ist, aber... Mei, was noch nicht fertig ist, ist noch nicht fertig, ne? So, jetzt darf ich wieder runter das ganze Zeug holen und dann darf ich wieder hoch und das ganze Zeug zusammencraften. So, und ein Maschinenblock und ein Advanced Maschinenblock. Zusammen mit ein paar, warte, wie viel brauche ich? 1, 2, 3. 3 von euch plus 3 hiervon. 1, 2, 3. Und 1. Ach ne, habe ich ja schon. Okay, wunderbar. Dann hier, zack und... Perfekt und halt nein. Halt, stopp. Warte. Nee, warte. So, was fehlt noch? Habe ich doch alles. Nach ist es wieder so ein Ding, was man nicht so zusammenbauen kann. Schade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Und wir haben das MFSU. Yay. Und dann brauche ich etwas Cleanstone, was ich unten finde. 1, 2 für die Pressure Plate. Und dann muss ich jetzt nur so und so, so und so. Und ich habe die das Charge Pad. Danke. Danke, danke, danke. Das packen wir. Oh, apropos, hier ist der Boden noch falsch. Na. Wo packen wir das jetzt am dümmsten hin? Am dümmsten? Ja, das sage ich immer so. Also nach oben will ich es auf jeden Fall. Oben will ich es nicht haben. Ich hätte es schon gern lieber unten, weil mir tatsächlich immer unten mein Strom ausgeht. Oh, ich habe wieder. Ja, ich merk's. Wo habe ich jetzt die Kabel hin? Ich verleg mein Zeug zu viel. Monsterlag. Darf man Zauberstab nicht benutzen? Das liegt bestimmt nicht am Zauberstab. Ich lag ja auch so hart. Ach so. Immer wenn ich den Zauberstab benutze. Den Equal Trade? Ja. Echt? Ich hatte vorhin aber auch ein paar Lags und das lag da nicht am Equal Trade.
Ach du Kacke, dann packe ich das doch einfach mal hier hin. Muss ich das jetzt nur irgendwie verkabelt kriegen? Oh, ja. Ich habe jetzt alles hier zu Dirt gemacht, damit ich das schneller abbauen kann. Okay. Von mir aus, wenn du meinst. Dann erlaube ich's dir. Danke. Bin ich heute nicht gnädig. Ja. So, ich müsste das eigentlich hier und dann hier runterführen. Genau. Das Problem ist jetzt dann nur, dass das Kabel da nicht reichen wird. Beziehungsweise schon nicht mehr reicht. Das heißt, ich brauche jetzt wieder Silber, Glas und Diamanten. Glas. Diamanten und Silber. Dann ab nach oben ohne Hover Mode. Und wie wäre es, wenn wir gleich eine Runde pennen gehen? Geht schon. Ah ja. Gleich. So, hier überall jetzt Half-Steps draus machen und nicht ganzes. Silber, Dias. Na. Sag mir Bescheid, wenn du schlafen gehen willst. Ja, Moment. So. So. Nochmal 36 mehr Kabel. Lag. Monster Lag. Das hatte ich heute aber schon öfter. Was ist mit dem Server los? War da früher eigentlich nicht so. Ja. Ich glaube, ich muss den echt langsam mal auf den neuen verfrachten. Den neuen was? Ja, ich habe doch jetzt hier in den V-Server. So. Jetzt habe ich plötzlich keinen Sound mehr. Ich bin im Bett. Okay, Bett, da. Und da. Ab nach unten. So, so, da bau. Oh, halt. Ah. Ist ja nett. So, dann führen wir das einfach hier so. Können Mobs jetzt eigentlich auf Half-Step spawnen? Nee, in der Version noch nicht. In welcher? Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt in irgendeiner Version. Doch, warte, in der neuesten, in der 1.6 können sie das, glaube ich. Ah. So. Jetzt wird das Lapitronic Chargepad aufgefüllt. Und ich habe ein Chargepad, da können wir uns jetzt einfach draufstellen und werden aufgeladen. Nice. Es dauert jetzt zwar ein Weilchen, weil es noch nicht aufgefüllt ist, aber das macht ja nichts. So, ich hatte mir überlegt, dass ich da oben neben das Jojometer jetzt noch das Glowstone packe. Und dann haben wir die zweite von vier Reihen auch schon wieder fertig. So, so sieht das doch ganz gut aus. Glowstone. Hier noch zwei Türen rein. Da waren die Ingots, das heißt, wir packen hier jetzt mal Bronze rein. Komm auch mal kurz zu dir, um dieses komische Aufladeplatten-Ding zu testen. Das wird dir noch nicht sonderlich viel bringen. Mhm, aber einmal hier zeigen, hier kann man ganz viel Scheiß reintun, aber das ist auch egal. Kann man sich einfach draufstellen, dann lädt hier alles schön auf. Und das, wenn ich in die Hand tue, lädt auch auf. Du machst mir gerade mein Zeug leer. Nein. Nein. Ich hab nur meine Branch wieder aufgeladen. Ja, kein Ding. Apropos, wenn du noch Basalt brauchst, nimm dir was mit. Nö, bitte. Brauche ich nicht mehr.
Oh, ich möchte mal deine Truhen angucken, wie du es jetzt gemacht hast. So, ein paar Ingots habe ich ja noch, die ich da hinpacken muss. Du machst jetzt für jedes Erz und so eine einzelne Kiste. Ach ja, ein Alloy Furnace brauche ich noch. Apropos, wie geht eigentlich Shiny? So, unsere nächste Aufgabe wird dann sein, was bringt einem Shiny? Zu holen. Shiny Ingot bringt einem also nichts. Gut. Good job. Das heißt, wir brauchen noch Inva, Eisen und Ferris. Ach du Scheiße. Puh. Wo ich denn das Ferris hin, was du mir gegeben hast? Lag. Ja. Oh. Da ist Ferris. Das muss ich pulverisieren im Pulverizer. Dann brauche ich Eisen und zwar zwei Stück. Auch in den Pulverizer rein. So. Auch auf jeden Fall meine neue Ho. Dann geh dir eine kaufen. Oder mieten. Die verkaufen sich ja nicht. In manchen Ländern schon. Echt? Ja. Krasser Scheiß. So eine Ho wär's jetzt, Alter. Nein, nein. Ich hab nichts gesagt. So. Da darf Inva rein. Ich werde hier jetzt mal wieder eine Farm anlegen. So. Haben wir Inva und Taumium. Habe ich noch irgendwo Taumium? Ja. Das wäre jetzt cool, wenn ich noch Taumium hätte, sonst müsste ich mir ein neues herstellen. Einmal, ich habe doch sicher... Oh, ich habe gerade Marble gefunden. Marble Brick. Oh, lag. Ah, oh, okay. Das war kein großer. Nee, nee. Ich habe nichts gemerkt. Dann lag es vielleicht an mir. So, Thaumonomicon, ich brauch dich mal kurz, um zu wissen, was genau, wie genau ich Taumium 8 und 4, okay. Das kriege ich ja wohl noch hin. Du hast 6, 6, 12, das heißt, da kann ich 3 Eisen dazu nehmen. Und dann den Eimer. Wasser, der hier irgendwo sein müsste. Dann eben nicht, dann schnappe ich mir schnell einen neuen. Ich habe ja 50 Eimer. Nicht ganz so viele, aber fast. Das sind gefühlte 50 Eimer. Lup. Oh, jetzt habe ich den Zauberstab hier wieder. Aufladen gehen. Dafür muss ich wie immer von meinem Grundstück runter, weil wir ja noch keinen Silverwood Tree Sapling haben, den wir übrigens auch noch suchen müssen. Also bei mir lädt sich der Zauberstab immer von alleine auf. Ja, dann hast du Glück und ich bin in so einem scheiß toten Winkel, in dem es genau ziemlich beschissen ist. Ich werde auf jeden Fall auf Dauer hier in der Nähe so einen Silverwood Tree pflanzen oder nicht nur einen. Genau, Taumium darf hier halt. Dahin. Dann habe ich noch Stahl, genau. Brauche ich wieder Eisen für. Ah, und natürlich Holzkohle, beziehungsweise nicht natürlich, aber ich brauche Holzkohle dafür. Denn die Stahlherstellung ist nicht die einfachste und leichteste und lustigste. So, jetzt pflanze ich mal wieder ein paar Kartoffeln an, damit wir wieder was zu futtern haben. Kartoffeln da. Kartoffeln. Oh. Bisschen Flachs.
Und Weizen. So. Das ist echt angenehm, nicht mehr essen zu müssen und die ganze Zeit durchsprinten zu können, du. Ja, bla bla bla. Ja, ich muss doch ein bisschen angeben mit dem, was ich habe. Musst du eigentlich irgendwie noch Eisen oder Tin oder so dafür opfern, damit das in dieser komischen Pferde da reingeht? Nee, du musst halt Zinnkannen herstellen. Das kostet 15. Leer? Nein. Die sind also leer und du füllst sie auf und dann sind sie leer. Dann kannst du wieder reintun. Das heißt, ein Stack davon reicht. Also, ja, ja. Die halten ewig. Ja, ja, also verbraucht man die nicht. Nein. Nur das, was da drin ist. Gut. So, jetzt brauche ich immer noch Ingots. Irgendwelche coolen Ingots. Brass. So, ich gehe jetzt da hoch. Geh mir ein bisschen Clay holen. Lol, 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 lol. Wer hat hier ein Grundstück? Wem gehört dieses Grundstück direkt neben Ampels? Das dahinter, das ist mein, weiß ich, ist das mein Checker LP oder so? Ach, der Homo. Ja, hoffentlich sieht er das nicht. Ach, selbst wenn, das wäre mir doch egal. Das ist der von Tristan. Ja, genau. Nicht Lemi, sondern der andere. Ja, Lemix hat ja das neben das zwei weiter von dir. Ja, genau. Oh, auch nichts passiert ist. Ha, und ich kann ja auch unendlich unter Wasser bleiben. Dank, also nicht unendlich, aber der Helm ist halt einfach geil. Boah, ist das angenehm, kein Haus mehr zu haben, Alter. War das scheiße, die ganze Zeit immer da durch die Tür PIN-Code eingeben und bla. So, jetzt können wir uns ein bisschen aufladen und hier das Quantum Saber. So. Aufladen. Wie gut, dass ich noch ein bisschen Marble gefunden habe. Ja, genau. So wird das dann immer überall aussehen. Da noch überall Glas rein natürlich. Ah. So viel Marble brauche ich gar nicht mehr. Also natürlich ein paar Stacks, aber kein volles Inventar, wie ich dachte. Was ich mich immer schon frage. Ah, okay. Also die Platten fungieren auch tatsächlich wie richtige Druckplatten. Die Charge Pads. Du kannst auch Redstone dran packen. Ah, cool. Ich muss jetzt leider mitten in der Aufnahme was trinken, das tut mir leid. Oh. Erlaube ich dir. Danke. So. Das muss reichen. Was wollte ich denn jetzt? So bin ich wieder verplant. Lass wieder schlafen gehen. Okay, dann gehen wir schlafen und ich habe noch 7 Minuten, um eine Silverwood Tree zu suchen. So. Ich glaube, Crazy hatte früher mal ein paar Silverwood Dinger abgebaut. Ja, die Frage ist, ob er auch Saplings hatte. Kannst du mal in seine Truhen gucken. Stimmt, der ist ja auch nochmal dabei. Dem wollten wir auch immer noch mal eine Quarry übers Haus platzieren. Das Zeug dann in den Voidpipe blasen. Richtig. Haben wir auch alles noch nicht gemacht. Lag. Ach, schön ist das. Hallo? Ja. Es gibt gar nichts mehr. Naja, bei mir ist nichts. Bei mir geht's noch. Steinabbau passiert nichts. Aha. Jetzt hat sich auf einmal alles auf einmal gebaut. Ah ja. Bist noch da? Ja, ja. Ich hab schon gedacht, du hast jetzt einen Disconnect. Nee, nee.
schalte nur bei Crazy mal hier die ganze gesamte Produktion aus. Das ist ja schlimm. Ja. Ach du Kacke. Ja, nee, das mit Produktion ausschalten kann ich vergessen. Na, egal. Kein Wunder, dass es bei ihm im Keller laggt. Kein Sepp. Boah, Alter. Kein Wunder, dass der Server laggt. Es reicht. Boah, Alter. Alter, Hilfe. So. So, wunderbar. Jetzt habe ich da oben mal ein bisschen Rambazamba gemacht. So, nee. Silverwood. Nee, hat er wohl nicht. Schade. Dann muss ich wohl selber welche suchen gehen. Aber macht ja nichts. Ich bin ja flott unterwegs und muss ja nicht zum Essen Pause machen. Wie du mir das immer unter die Nase reibst. Ne? Ist schon schön, oder? Schnell bin ich auch unterwegs, aber muss immer mal wieder was füttern. Ja, genau. Ich halt nicht. Nein, nein. Ich will es dir ja nicht unter die Nase reiben. Ich freue mich nur so, dass ich es endlich geschafft habe, mir diese scheiß Canning-Maschine zu bauen. Wenn du mir die Portagon gibst, habe ich gleich auch eine. Echt? Glaubst du auch eine oder dann hab gleich ich? Dann hast nur noch du eine. Nur noch ich. Deswegen gebe ich dir auch nicht die Portal Gun. Gut, dass ich sie dabei habe. Ach scheiße, eigentlich hätte ich mir ein Portal zu Hause machen können. Eigentlich sollten wir die Portal Gun komplett erlauben. Ich fand das von Anfang an eine behinderte Regelung. Was denn? Dass man angeblich keine Portale setzen darf. Hat Nate so festgelegt und dann selber als erstes gebrochen und das fand ich von Anfang an sowieso behindert. Ja, das haben Kevin und ich immer gemacht. Ja, aber theoretisch steht es in den Regeln, dass man die Portal Gun nur zum Bewegen von Tieren und Truhen verwenden darf. Hm. Ja, ne? Ja, ich glaube, das ist einfach nur als... Weil der Server Nein, weil der Server ja abstürzen könnte. Das war die Begründung. Aha. Normal sollte ein Server sowas aber ja aushalten. Ja, normal. Ja. Nur bei dem Server hier weiß man ja nie. Richtig. So, Alter. Silverwood Trees, ich finde also keinen. Du hast die Produktion jetzt bei ihm ausgemacht, oder? Ich habe einfach, ja, also die konstante Cobblestone-Produktion habe ich jetzt deaktiviert, indem ich ganz einfach... Ja, ich habe gerade einfach ein Glashäuserkabel nochmal oben weggehauen. Nee, ich hatte eben die Igneous Extruder da alle ausgemacht. Beziehungsweise ich habe oben die Pipes weggehauen, das heißt, sobald sie voll sind, hören sie auch zu produzieren. Also das war ja schlimm, wie das bei dem geruckelt hat. Also nicht geruckelt. Frame-Einbrüche hatte ich jetzt keine. Auch wenn das merkwürdig war. Und warum finde ich hier keinen Silverwood Tree? Sag mal. Oh, hallo, kaputtes Haus. Passt bloß auf, ich finde jetzt auf Dauer Dungeons, aber keinen Silverwood Tree. Das wäre irgendwo leicht typisch. Wo sind das ganze U-Meter, was beim rausgeflogen? Ach, das hatten wir. Das solltest du nicht aufsammeln. Nee, nee, hier ist nichts rumgeflogen. Aber ich habe hier mal einfach alles jetzt ausgemacht. Aha. Ach, schade, keine zweite Portal Gun. Das wäre auch zu lustig gewesen. Das wäre jetzt echt witzig gewesen. Hättest du deinen netten, netten Goldfinger geschenkt, oder? Das hätte ich mir noch überlegt. Die Frage ist, ob der nette Goldfinger mir auch einen Silverwood Tree dann hätte geben können. Oder sowas in der Art zumindest. Hab kein Silverwood Tree leider. Aber ich kann mal in die andere Richtung gucken gehen.
Vielleicht finde ich auch ein bisschen Marvel. Hm. Ah, ich weiß, wo ganz viel Marvel ist. Da war ich in den ersten beiden Folgen. In meiner Truhe. Ja, da auch. Und nein, wirklich. Riesenbaum gefunden. Wirklich vieles in meiner Truhe ja auch nicht. Und ein Vulkan. Hier Marvel? Ich zoome mal ein bisschen. So. Wenn ich jetzt irgendwas Blaues auf der Minimap entdecke. Oh, what the fuck? Ich hab zwei Trees. Echt? Ja. Und ich habe ganz viel Apatit gefunden. Nehme ich mit, brauche ich. Ja, genau, rück mir mal die. Kurz den Vulkan speichern. So. Soll ich die einfach das Holz jetzt wegschlagen, oder? Nee, die Blätter bitte einzeln kaputt machen, so lange, bis hoffentlich ein Zeppelin rausploppt. Ich nehme hier das Apatit mit, daraus kann man nämlich gut Fertilizer herstellen. Mit der Kartoffel drauf. Genau. Sollte ja funktionieren. Aber das Holz darf ich trotzdem danach mitnehmen. Ja, natürlich. Das kann ich zum Zaubern nachher ja gut gebrauchen. So, wow. Wundert mich, dass das hier keiner abgebaut hat. Ist auf jeden Fall locker, das ist 300 Blöcke von meinem Punkt da weg. Die Frage ist halt immer, in welche Richtung geht. Ich habe schon wieder einen Vulkan gefunden. Aber jetzt brauchst du ja keinen mehr. Nee. Marble-Vulkan könnte ich gut gebrauchen. So einen habe ich leider noch nicht gefunden. Mich? Nein, noch nicht. Oh, hier ist ein teiter Teich. Ich habe den kleinen Baum gleich abgeholzt. Also, abgelaubt. So eine große Sichel da zu benutzen, bringt nichts, oder? Immer noch keine Portal Gun, schade. Was? So eine große Sichel. Da ist die Dropchance. Ja, die da ganz viele Blätter auf einmal entfernt. Doch so, keine Ahnung, nee. Wüsste ich nichts von. Leider schon wieder keine Portal Gun, tut mir leid. So. Großer Baum weg und kleiner Baum weg und kein Zeppling. Boah, jetzt ist mal das Holz ab. Oh, da ist auch noch. Ey, ich habe Marbel gefunden. Nice. Und hallo Silverwood Tree. Ah, hast du auch einen? Ja. So, und den zweiten Baum ab wegklatschen. Mit dem Schwert kann ich auch draufhauen, oder? Absolut, du kannst auch mit dem Zauberstab das Zeug abbauen. Ja, dann verbrauche ich kurz mein fast kaputtes Schwert. Ich wette, du bekommst noch einen Zeppling vor mir. Witzig wär's. Bau zumindest die Blätter relativ flott ab mit diesem Zauberstab. Na, ich habe keinen Klatsch mit der Hand jetzt drauf. Ne, immer noch kein Zeppelin. Je. Was für eine Wahrscheinlichkeit hatten der zu droppen? 2%. Also ist enorm gering. Ja. Aber 2% geht eigentlich noch. Ja, wahrscheinlich weniger. Silverwood Trees. Ah, ich hab einen. Echt? Ja. Geil. Mal sehen, ob ich noch mehr rausbekomme. Ich hab noch fast den ganzen Baum vor mir. Was macht denn nochmal? Der saugt sozusagen die schlechte Energie aus der Luft. Ja, genau. Und gibt mehr Wiss, glaube ich. Oder war Wiss jetzt so schlecht? Ich hab's vergessen. Ach, genau. Which grow near high concentrations of Wiss, bla bla. Aber dadurch spawnen doch irgendwie mehr dieser Wisps, oder? Nee, eben nicht.
Die spawnen ja nur, wenn das Flux-Level hoch ist. Ja, das meinte... Wer meinte das immer? Nate oder so. Keine Ahnung hat der. Dass sich da die böse Energie dann drin sammelt und dann... Ich habe einen Dungeon gefunden, den werde ich jetzt kaputt machen. Portal Gun. Oh, ich habe noch einen... Noch einen... Zeppling. Hier werden ein paar Spawner, allerdings zerstöre ich die gerade eher. Nein! Aua. Was für Spawner? Was? Was für Spawner? Alles mögliche. Einen Skelett-Spawner habe ich gerade aus Versehen kaputt gemacht. Oh. Naja. Du bist in so einem riesigen Turm oder wie? Ja, ich renne da jetzt weg. Ja, merk dir den Punkt bitte. Ich mache mir einen Waypoint. Ja, genau. Waypoint. Turm. Boah, ist dieser Baum riesig, der ist doppelt so groß wie der andere. Wir könnten ja das Serverprojekt jetzt im Hardcore-Modus spielen. Und wer stirbt, wird für einen Tag gebannt oder so lange, bis ich endlich wieder da bin und Zeit habe, ihn zu entbannen. Wäre zumindest mal eine Neuerung. Würde ich nicht ganz so gut finden. Ist ja auch langweilig. Aha, hier ist ein kaputter Turm. So. Ja. Da ist gar nichts Dolles drin. Wow, wow, wow. Ich auch so. Das war eng, du. Ah, da ist ein Wisp-Spawner drunter, das weiß ich, da erinnere ich mich noch dran an diese Art von Dungeon. What the fuck ist da viel Zeug? Portal-Gun? Nee, also im ersten zumindest noch nicht. Ich muss jetzt aber erstmal hier schauen, dass ich den Wisp-Spawner kaputt gemacht kriege. So, was kann ich denn da drin lassen und stattdessen was kann ich mitnehmen? Enderperlen, das nehme ich gern mit. Die Taumium-Axt kann ich drin lassen, die braucht keine Sau. Auf zum zweiten. Auch keine Portal Gun, aber Respiration Buch. Sorry, immer noch keine. Ach. Oh. Bin ich dran gewöhnt, ich habe schon 30 Truhen geguckt und habe nie was bekommen. Alter. Oh. Weiß nicht, ob ich noch so ein Magic Tree Ding finde. Da ist noch so ein Silverwood Tree. Du hast ja einen Sapling, oder? Zwei, ja. Zwei? Zwei, ja. Geil. Das heißt, ich darf jetzt nur schauen, dass ich die Hall of Growth noch erforscht kriege, damit ich mir die Teile auch hochzüchten kann. Dann stelle ich mir so ein Ding in den Garten. Wie? Was meinst du mit hochzüchten? Ja, damit sie sofort, damit ich sie dazu bringen kann, dass sie sofort wachsen. Ja, kannst du auch schon mal so in den Garten stellen, ist ja. Wäre ja langweilig. Vor allem dann wachsen sie ja nicht, weil da ja kein Wiss in der Nähe ist. Ach, die brauchen Wiss. Die brauchen eine hohe Konzentration von Wiss in der Nähe. Und da das Wiss eben in meinem Garten komplett bei Null ist, bringt mir das nicht sehr viel. Ah, ich hab Dings gefunden, Marmor. Nee, Marble. Coole, ja, ist ja das gleiche. Marble ist nur das die englische Version. Marble speichern. Fail, ich renne einfach mal komplett in die falsche Richtung. Ist nicht komplett, aber halt irgendwie ziemlich. Ein bisschen was mitnehmen. Wie lange nehmen wir schon auf?
Ach du Scheiße, das... Oh, hier ist ein Crafting-Tab, hier hat irgendwie mal von mir. 39 Minuten, wir sollten einen Cut machen. Ich würde irgendwie zuerst gerne noch nach Hause kommen. Können wir auch nächste Folge machen. Nehmen wir noch eine auf? Ja klar, also von mir aus, ich habe Zeit. Ich habe ja noch... Lass uns doch nächste Folge machen. Okay, hey, hier ist ein Chunkloader. Wir hatten hier den Chunkloader hingestellt. Na hier, war da vielleicht eine Eisenfarm? Nein, nein. The Chunkloader does not belong to you. Aber ich kann ihn abbauen. Jetzt habe ich aus Versehen einen Chunkloader gegrieft. Tut mir leid, der an denjenigen, dem er gehört hat. Ah, hier war eine Was? Was zur Hölle ist das? Item Tesseract Recycler? What the fuck is this? Hier hat einer eine Quarry direkt vor der Stadt aufgestellt. Das geht fein nicht. Unserer? Ja. Und dem habe ich gerade den Chunkloader weggegrieft. Hoppala. Tut mir erstens leid, aber zweitens war ausgemacht, dass man weit genug von der Stadt weg sein muss. Sicher, dass da eine Quarry war? Absolut. Also man sieht nichts mehr davon, aber da stehen auf jeden Fall eine massenhaft Kisten damit. War wahrscheinlich eine unterirdische Quarry. Egal. Ja, dann war das vielleicht meins, also... Dann habe ich vielleicht deinen Chunkloader kaputt gemacht. Ich habe aber keine Quarry gehabt, sondern eine Mining Turtle. Aber hast du da irgendwie Pipes dran gepackt? Ja klar, ich habe das oben in ganz viele mit Item Tesseract und so reingepackt. Ah, das. Dann könnte es deins gewesen sein. War 70 Blöcke weit weg. Ja, 80, egal. 80 Blöcke sogar, glaube ich, und das... Das ist ja etwas wenig. 70 war ja Minimum. Echt? Ja. Wo steht das? In der Regel. Okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, tschüss.